Wir hatten gestern Weltfrauentag und alleine was die Frauen auf der Flucht mitmachen, das haben wir tagtäglich im Fernsehen jetzt gesehen, die letzten Wochen, das schockiert uns. Aber wenn, und ich dachte, der Krieg schockiert uns, aber mich schockiert im Moment als Mitglied der Kinderkommission des Landtags und als Frauen- und Kindersprecherin der Freien Wähler Landtagsfraktion, mich schockiert es noch viel mehr. Hier sind lauter Frauen und Kinder alleine auf der Flucht seit Tagen gewesen. Und ich habe schon ein Problem. Sie kommen aus der Kälte und werden heute wieder bei uns in der Kälte willkommen geheißen. Hier heißt es zu handeln. Wir brauchen eine andere Willkommenskultur. Hier geht es vor allem um Frauen und Kinder. Diese Frauen sind emotional massiv noch belastet. Sie haben ihre Männer im Krieg zurückgelassen. Sie wissen nicht, ob sie sich jemals noch mal sehen. Und ich hoffe nicht, dass ich diese Bilder mit solche Improvisation die nächsten Wochen und Monate wiederholen. Wir müssen ja die Menschen in den Arm nehmen und nicht in der Kälte stehen lassen. Dankeschön.